Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Wir wollen mal ein bisschen Stroh wegbringen. Anhänger steht hier drin, den hole ich hier gleich raus. Und ich nehme den GT natürlich wieder mit. Muss ich noch eben den 3-Seiten-Kipper abbauen. Und hier die große Forke nehme ich auch mit. Heute Morgen habe ich schon eben die Ballen rausgerollt. Strohballen will ich ausliefern. Die liegen auf dem anderen Hof. Muss ich mit der Hand da eben leider rausrollen, weil die auch im Altgebäude liegen, beziehungsweise im Boxenlaufstall. Und da komme ich mit dem Weidemann und so nicht rein, deswegen muss man das leider da mit der Hand rausmachen. Ja, so erstmal die Lage. Mal gucken, Misthaufen kann ich gleich auch schon wieder wegfahren, theoretisch, wenn ich nachher wiederkomme. Das ist ja gar nicht immer so voll wert. Ja, und dann mal gucken, ob wir vielleicht heute anfangen mit Meni. Ich check gleich nach eben einmal Wetterbericht. Und dann gucken wir mal. So, Öl gucke ich nochmal eben nach. Ja. Ich glaube, wir fahren nochmal eben vorher tanken. Ein bisschen ist zwar noch drin, aber die nächste Zeit brauchen wir sowieso ja noch ein bisschen Diesel. Wenn wir echt mähen wollen und so, dann geht er ja auch ein bisschen was durch. Tanken muss man sowieso irgendwann, dann können wir das jetzt nochmal eben machen. Ja, ich fürchte, tanken müssen wir verschieben, weil die Tankstelle gerade getankt wird. Also der LKW steht da gerade. Ja, dann machen wir so eine Rücktour. Mir die ersten Hektar schon mal eben runter. War nicht allzu viel, aber so ein bisschen hier hinterm Haus auf jeden Fall. Dann will ich ein, zwei Flächen mähen, wo ein bisschen mehr Binsen steht. Die sind jetzt noch relativ jung. Das soll nämlich Rinderfutter werden, weil die Pferde gehen da eh nicht bei. Bei Rindern ist vielleicht eine kleine Chance, wenn die jung genug sind, dass sie den mit
mit Fressen. Da die Flächen mähe ich aber jetzt morgen, damit die ein bisschen feuchter sind fürs Futter, wenn Yannick zum Pressen kommt. Dann braucht er halt nicht zweimal herkommen, sondern kann alles auf einmal pressen. Und zwei Flächen mähe ich für meinen Nachbarn auch mit ab. Was sind das? Lass das 2, vielleicht 3 Hektar sein. Die mache ich dann eben fertig. Ich will normalerweise jetzt mal versuchen, den Frontlader abzuhängen, weil das schöner ist. Mähen. Ich habe erst eben gedacht, euch mit dem GT mit dem IH mähe. Ach, aber wenn das doch jetzt so ein bisschen mehr wäre, wenn das nur die Fläche gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall den IH genommen, einfach so aus Spaß. Aber jetzt, wenn ich noch zum Nachbarn muss und ein paar Flächen sind noch weiter weg, dann ist GT doch entspannter, leider. Und außerdem will ich irgendwo nochmal ein Frontmähwerk ausprobieren. Der eine Betrieb da, mit dem ich so ein bisschen was zusammen mache, wo der unser 3.8er steht, der hat auch noch ein Frontmähwerk, beziehungsweise der hat 2, einen für den Case und ein etwas kleineres, das lief vorher vom 3.8er auch, also ist, der ist glaube ich sogar unser altes Frontmähwerk, wenn ich das richtig weiß. Das wollte ich gerne mal vom GT ausprobieren, wie da die Figur dann da so aussieht. Was er für eine Figur vom Frontmähwerk macht, so wollte ich das sagen. ja, ich probiere jetzt aber trotzdem mal den Frontlader abzubauen, habe ich noch nie gemacht, das ist quasi jetzt Jungfernfahrt. Ich bin gespannt, wie das klappt. Ja. Dann den eben ab, mir weg ran. Achso, den Schwader muss ich da gleich noch mal eben wegholen. Ach, Thema Schwader, eigentlich ist er verkauft. Ich weiß nicht, wenn die Jungs das sehen, vielleicht die den Schwader gekauft haben, wäre nett, wenn ihr euch noch mal melden würde. Ich habe noch ein, zwei Mal auf Insta geschrieben, aber leider keine Rückmeldung. Das ist ein bisschen schade, weil der Schwader soll auf jeden Fall jetzt weg, weil wie gesagt, jetzt muss ich mähen, jetzt muss ich ihn wieder umstellen und ja, eigentlich wollte ich auch einen anderen kaufen, da hatte ich das Geld eigentlich schon ein bisschen mit eingeplant. Ja. Naja, aber erstmal eben gucken, wie das hier jetzt läuft. Schritt Nummer 1. Als erstes kommen die Stützen hier an den Frontlader. Die sind hier quasi in Parkposition. Die hat man immer mit. Hier einmal losschrauben und dann kann man die hier einstecken. Hier sind dann auch Schrauben zum Los- und Festdrehen. Die muss ich erstmal gangbar machen. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte die nicht lose waren. Was mir eben aufgefallen ist, man muss die Unterlenker auf jeden Fall ausklappen und ich denke mal ganz unten machen, weil sonst komme ich gleich hier nicht vorbei beim Rausfahren. Wenn die ganz unten sind, soll es aber eigentlich klappen. Ich hoffe nicht, dass ich die ganzen Arme einmal abbauen muss. Ich will es nicht hoffen. Werde ich aber gleich rausfinden. Ja, die stecken wir da erstmal rein. Als nächstes mache ich dann diese Klammer hier lose. Man sieht ja, im Grunde liegt der Frontlader hier nur eingefahren in den Taschen drin und ist hier nur durch diese Klammer fixiert. Die geht einmal unterm Rahmen durch und hält den ganzen Frontlader eigentlich. Ja, die mache ich dann auf. Die kann man auch in Parkposition dann irgendwo einrasten. Muss ich gleich mal schauen. Dann kippt man den einmal ganz hoch, dass der aus den Taschen raus ist. Dann mache ich die ganzen Absperrhähne zu, dass ich ja den Träger auf Druck losstellen kann. Dann die ganzen Anschlüsse los und dann ist es im Grunde schon fertig. Dann kann ich rausfahren. Ich habe jetzt extra eine Ballenzange eben eingebaut, dass der vorne ein bisschen Gewicht hat. Ist glaube ich auch im Handbuch so vorgeschlagen, dass man vorne was drin haben soll. Ob das ohne geht, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube fast nicht, weil der nicht tief genug dann drunter geht zum Rausfahren. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. So, ich habe die beiden Schrauben jetzt losgemacht. Hier ist diese Klammer. Vorher konnte ich den überhaupt nicht bewegen, den Bolzen, weil der so festgedreht war. Hier ist halt eine Kontermutter und eine Schraube, die kannst du nach oben drehen, um den Bolzen richtig fest zu arretieren. Jetzt kann ich den auf jeden Fall drehen und rausziehen. Soweit habe ich die jetzt gelöst. Die olle Schläuchverlegung, da kann man auch nochmal nachdenken. Oder was anderes hinkriegen. Na, komm. So. So, die Klammer ist jetzt auf. Auf der anderen Seite kann man die, wie gesagt, fixieren mit dem Bolzen, dass sie hier nicht rumhängt. Ansonsten würde ja beim Rausfahren gegen die Achse hauen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der abgeht.
Ja, jetzt ist er übersichtlich. Der ist aber nackig, ey. Ja, jetzt kannst du richtig gucken. Wenn du Frontmäher weg drin hast, das ist geil. Ja, so, siehst du, ganz anderes Bild. Erstmal rausfinden, was das alles für Schläuche sind hier, wozu welche gehört. Ich weiß nicht genau, ob die Steckerleiste schon mal teilweise neu gekommen ist. Das könnt ihr vielleicht mir beantworten. Oder gab es früher auch schon flachdichtende Kupplung? Das habe ich, also das ist das erste Mal, dass ich jetzt flachdichtende Kupplung an- und abgebaut habe. Vorher wusste ich überhaupt nicht, wie das geht. Aber gab es die früher, als der GT gebaut wurde, auch schon? Ich dachte, das ist immer so eine neuere Erfindung. Naja, so. Aber frei zu mähen. Einmal überwaschen wir ihn schnell. Jetzt kann ich auch eigentlich, ich hätte ihn vorweg schon auch abbauen können, weil ich die Platte einmal neu machen will. Man sieht, die rostet schon so langsam durch. Eigentlich muss sie einmal neu eingeschweißt werden. Ja, gut. Irgendwo im Video habe ich das auch schon mal gesehen. Ich habe mir schon mal ein, zwei YouTube-Videos dazu angeguckt. Da hatte sich einer extra so einen Bock gebaut, um den darauf zu legen. Ich weiß nicht, ob das sonst nicht funktioniert. Jedenfalls, wir kamen auch nur so raus, wenn ich die Gabel so abgestellt habe. Sonst wollten die Haken hier nicht raus. Der saß hier immer unter und wollte nicht raus, der Bolzen. Deswegen mussten wir den jetzt so steil hinstellen. Aber hat zumindest geklappt. Das ist mal Übersicht. So, Mehrwerk ist auch schon dran. Ich fahre jetzt so rüber. Das gefällt mir so nicht mit dem Oberlenker. Ich muss, wie gesagt, nochmal einen neuen haben. Den kannst du nicht mehr richtig drehen. Auf einer Seite ist er schon festgeschweißt und so. Da baue ich jetzt eben den hydraulischen an. Ja, und dann fange ich hier schon mal an zu mähen. Für die paar Hektar hole ich das Frontmähwerk jetzt noch nicht. Das ist nämlich sowieso ein bisschen eingebaut noch im Schuppen. Das müssen wir da in Ruhe erstmal rausholen. Wenn wir die größeren Flächen mähen, dann hole ich das auf jeden Fall her. Normalerweise hätte ich gerne das BB-Umwelttechnik nochmal hergeholt, also dieses Doppelmesser-Mähwerk. Und probiert, wie das am GT seine, ja, so wie die Performance da so ist. Aber leider haben sie kein Mähwerk davon mehr da. Alle verkauft. Kein Profi, um mehr zu kriegen. Zumindest jetzt nicht hier in der Umgebung. Schade. Da sehe ich mich nämlich eigentlich nochmal, dass wir da vielleicht ein bisschen drin investieren. Das ist natürlich mega geil, ne? Wenn du so eine Freisicht hast und dann auch freie Sicht auf dein Mähwerk von vorne, dann schöne Arbeitsbreite, leichter Trecker, wenig PS, wenig Bodendruck, wenig Spritverbrauch, das ist natürlich mega dann. Naja, aber vielleicht dann nächstes Mal. Mal gucken, aber wenn wir erstmal ein Frontmähwerk hierfür ausprobieren können, das wäre ja auch schon mal top und ein Fortschritt. So. Ich will sowieso jetzt noch einmal hier mit mähen und dann will ich bei allen Trägern erstmal Ölwechsel machen, dass wie fit für Saison ist, das jetzt auch mehr oder weniger spontan, dass wir jetzt doch schon mähen. Ich hatte jetzt aber Wetterbericht auch nochmal geguckt, das bleibt die nächsten Wochen echt trocken. Ist gut und schlecht zugleich. Man kann natürlich ja jetzt ohne Probleme mähen, mehr oder weniger an welchem Tag auch immer. Problem und ein bisschen Angst habe ich nur davor, dass das vielleicht irgendwann wieder so ist, dass das Gras wieder rückwärts wächst. Und wenn es doch wieder Trockenheit kommt, dass da wieder gar nichts auf dem Halm steht, dann möchte ich jetzt lieber gute Qualität ernten, wo auch noch ein bisschen Feuchtigkeit drin ist, beziehungsweise guter Aufwuchs. Anstatt dass ich dann nur irgendwie wieder Strohhalme darunter hole. Oder weiß jetzt wieder, bis jetzt hatten wir jetzt noch gar nicht so schlimm. Das war in manchen Regionen deutlich schlimmer. Aber das will ich eigentlich verhindern. Ja, ach so, hätte ich gar nicht ausmachen müssen. Egal. Aber jetzt versteht ihr mich zumindest besser. Ich hoffe, eben hat man alles verstanden, was ich gesabbelt hat. Ach ja. Neue Klingen sind dann auch schon mal drin, ja, bei dem kleinen Mähwerk, da geht das auch schnell zum Glück, das ist eigentlich gut an dem Ding. Ja, wobei, es mäht nicht schlecht, das nicht, aber wird halt langsam zu klein. Man muss nur eben drauf achten, ich hatte das eben auch einmal verkehrt gemacht bei einer Scheibe, bin nicht drauf geachtet, das sind Klingen für links und rechts schneidende oder links und rechts drehende Teller. Die sind jetzt zum Beispiel für, ja, im Uhrzeigersinn drehen, hier hat er die scharfe Kante, die sind auch übrigens gekröpft. Muss man immer einmal drehen, der äußerste Teller muss das halt nach innen schmeißen, weil ja, so rum macht es natürlich keinen Sinn, dann würde er alles auf der Fläche schmeißen, deswegen dreht er so, der zweite dreht genauso, man sieht ja, die letzten drei drehen dann genau andersrum, da müssen dann halt andere Klingen dann rein, die dann aufgepassen. Gut,
So, das einmal zu und dann kann das losgehen. Ganz langsam an, hier lasse ich natürlich noch ein bisschen aus, wo wir Bein aufgeladen haben und so. Entweder mähe ich das nochmal separat ganz hoch ab, dass ich da gar keine Erde reinkriege. Oder ja, ich mache das mit der Kreissäge einmal alles glatt, muss ich mir mal überlegen. Auf jeden Fall mähe ich erstmal ganz, ganz langsam, damit ich ja mal gucken kann, ob Kitze drin sind. Ich bin zwar einmal durchgelaufen, aber ja, alles siehst du halt nicht. Die Kitzretter hatten heute leider auch keine Zeit. Erst ab, ja, was war das? 4 Tagen oder so. Im Moment sind die bei Großbetrieben im Einsatz. Kitzrettung heißt halt, dass sie mit Drohne überhin fliegen, mit Wärmebildkamera ganz früh morgens und dann ja eine Rehkitze suchen. Das wollen wir auf jeden Fall auch machen. Aber wie gesagt, heute haben die leider keine Zeit. Und für die paar Hektar geht das jetzt auch mal oben her. Klar, das kann natürlich immer sein, dass immer eins drin sitzt, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei 50 Hektar natürlich mehr als bei 5. Ja, deswegen ich mähe jetzt einmal ganz langsam aus dem Rum, steche da 2-3 Mal durch und dann warte ich mal ein bisschen, dass die zur Not rausflüchten können, falls sie eins sind. Ich glaube, das war nicht. Ein Jahr hatte ich das mal, da saß hier 1 oder 2. Und sonst hatte ich das noch nie, dass hier was saß. Ja. Aber ist einigermaßen okay, was drauf hier, aber die Flächen sind ja sowieso eigentlich ganz gut. Ich mähe jetzt relativ hoch, ich messe gleich nochmal, wie viele Zentimeter es sind. Dass, falls gleich die Trockenperiode kommt, das Gras nicht gleich verbrennt und natürlich, dass wir die Wender und alle nachfolgenden Maschinen schön hoch reinstellen können, dass wir ja kein Dreck da reinkriegen. Und schön qualitativ hochwertiges Futter kriegen. Stelle hier, die ist scheiße. Naja. Zum zweiten Schnitt ist hier auch weg. Beziehungsweise eigentlich ist das der einzige Schnitt, den wir runterholen wollen. Danach soll ja normalerweise beweidet werden. So, nächstes Stück ist auch ab. Das war jetzt ja, hier ein vom Nachbarn. Was macht das sein? Ja, nicht mal ein halber Hektar. Ein Morgen vielleicht oder so. Würde ich so grob schätzen. Aber GT macht eine gute Figur vom Mähwerk. Macht Spaß. ich fahre jetzt noch zu einem anderen Stück heute. Das machen wir noch eben fertig. Und dann war es das auch für heute erstmal. Den Rest mache ich dann morgen weiter. Morgen muss ich auch noch eben eine Tour noch häufeln, Kartoffeln häufeln in Lohn. Da, wo ich die Kartoffeln auch gelegt habe. Ja, dann wird noch ein bisschen gemäht. Und dann gucken wir mal, was morgen dann so ist, wie das dann mit der Zeit hinkommt. Ja. GoPro hat auch nur noch 18% Akku, also ganz viel passiert heute wahrscheinlich nicht mehr. Genau, das wollte ich noch zeigen, wie hoch wir jetzt mähen. Wenn man Zollstock hier jetzt reinstellt, ja, so 8,5-9 cm mähen wir jetzt ungefähr. So, dass oben drauf noch schön was Grünes steht, dass die Pflanze noch genug Chlorophyll hat, um ja, gut nachzuwachsen, weil nur in dem grünen Bestandteil in der Pflanze wird der Chlorophyll gebildet, oder das Chlorophyll gebildet. Wodurch die Pflanze dann auch nachwächst. Wenn da nur braun Kram steht, dann braucht die Ewigkeiten, um ja, wieder hochzukommen. Deswegen lieber ein bisschen länger. Ja, dann schaffe ich die Fläche heute sowieso nicht, weil ich muss tanken. Scheiße. Ja, das habe ich vorher natürlich wieder vergessen. Ganz von abgefahren. Naja, machen wir morgen. Nächster Tag, die Flächen für meinen Nachbarn habe ich jetzt schon gerade eben alle abgemäht und jetzt bin ich nochmal eben hier ins Moor gefahren. Hier hatten wir ja einmal schon die ganzen Gruppen ausgemäht, damit die Binsen ein bisschen weggehen. Die habe ich jetzt alle nochmal nachgemäht. Man sieht hier, war das vom ersten Mal mähen, das ist schon alles richtig, ja, trocken und brüchig. Und jetzt, das ist quasi der nächste Aufwuchs gewesen, also war schon wieder gut, ganz gut nachgewachsen.
Die habe ich jetzt extra wieder abgemacht, dass sie wieder einen am Buffy kriegen und ja, dass das Untergras hoffentlich die Binsen irgendwann bald überwächst. Außerdem, ich wollte das erst alles abfahren. Ja, aber ich glaube, ich lasse jetzt einfach liegen. Man sieht ja das erste, wenn ich dann nochmal mit dem Mähwerk durchfahre, wird es schon wieder ein bisschen kleiner. Wenn ich dann in ja, 2 Wochen nochmal durchfahre, wird das alles noch wieder kleiner. Und ich will das jetzt, glaube ich, auf der Fläche lassen, dass die Nährstoffe quasi hier bleiben und nicht abgefahren werden. Weil die Binse sowieso ja, nicht so stickstoffliebend ist. Davon geht die ein bisschen zurück, wenn die Nährstoffe kriegt. Und das Gras natürlich logischerweise dann hoch. Deswegen wollte ich das jetzt alles hier lassen, dass die Würmer hoffentlich sich das ganze abgemähte Gras hier kriegen, ja, verfressen und in Stickstoff dann umgesetzt werden nachher. Ja, hier so eine Lücken, die muss natürlich irgendwann nochmal wieder geschlossen werden. Alles oben schon alles ziemlich trocken drin, ey. Auf jeden Fall irgendwann nochmal nach dem ersten oder zweiten Schnitt nachstriegeln, wenn ein bisschen Feuchtigkeit da ist, ein bisschen Gras noch wieder reinkriegen hier. Ich muss mal gucken, ob ich das so alles abgemäht einfach lasse oder ob ich das einmal auseinanderwende. Das ist noch ein bisschen flächendeckiger. Nein, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Breit verstreut liegt. Dass das Gras so unter nicht so leidet und dass es besser zersetzt werden kann. Das muss ich nochmal überlegen. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, so die schnellste und einfachste Methode, die Binsen hier mal eben in Schach zu halten. Ja, wie gesagt, hier kommt ja überall schon so ein bisschen was mit durch. Noch nicht das hundertprozentige Gras, aber selbst Unkraut ist mir lieber als Binsen erstmal. Ja. Man sieht ja, wo sind welche, die ich nicht abgemäht habe. Hier stehen so ein paar noch drin. Damit kann ich aber gerade noch leben. Das ist nur so ein bisschen Horstreise. So würden sie sonst aussehen, hätte ich sie nicht abgemäht. Man sieht ja, die sind schon deutlich höher als das Gras hier. Kriegen die schon Blüten hier? Ja. Oder mähe ich die doch alles mit ab? Tja. Überlege gleich mal eben. Hier so ein paar im Gram, stehen noch ein paar. Tja, ich guck mal. Ich habe erst gedacht, ob ich das mit abmähe für Rinderfutter. Die Rinder sind ja nicht ganz so selektiv wie die Pferde. Die fressen das schon ab und zu mal eher mit. Pferde lassen das sowieso ja gleich liegen. Ja, ich guck mal. Vielleicht mähe ich das letzte Ende da doch eben mit ab. Boah. Wendevorgang ist schon mal fertig, der erste zumindest. Das soll ja nur Heulage werden, deswegen soll das nicht ganz so trocken werden. Einmal denke ich noch wenden heute und dann morgen wahrscheinlich pressen, dann ist gut. Ja, aber irgendwie über Pfingst ist es meistens so gutes Wetter. Ich hatte das ja schon mal. Ich habe Pfingst auch schon mal richtig Heu gemacht, irgendwie vor 2-3 Jahren oder so habe ich auf jeden Fall auch ein Video von gemacht. Könnt ihr sonst ja gerne nochmal reingucken, wenn ihr möchtet. Neues Update vom Hühnerwagen, der ist jetzt eigentlich fertig. Die ersten Hühner sind auch schon eingezogen. Ja, eine läuft davor noch, die kriege ich im Moment noch nicht. Die will nicht rein und die Küken sind leider abgehauen. Da war irgendwo ein kleiner Schlitz noch im Zaun. Guck mal, hier ist auch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Der muss natürlich runter. Da flitzen die gleich durch. Das muss ich gleich nochmal beheben. Ja, aber sonst, die halbe Mannschaft ist schon mal hier. Haben sie alle unter den Wagen jetzt erstmal verkrümelt, schön in den Schatten. Mal gucken, ob ich die Küken gleich mal eben gefilmt kriege. Die sind auf jeden Fall schon ganz schön groß geworden. Die sollen dann da auch alle mit einziehen, auf jeden Fall. Meistens wurscheln die hier immer im Gebüsch mit rum. Eben zumindest. Ja. Jetzt alle weg. Ja, nee, da hinten laufen noch eins zumindest. Da sind so ein paar. Also schon ganz schön gewachsen. Aber flink sind die ollen Dinger. Naja, mal gucken. Entweder lasse ich sie und fange die heute Abend dann auf der Stange vom alten Stall oder die Wartstellen da von alleine nochmal irgendwie mit rein. Ich lege da ein bisschen Futter mit hin. Die Mutter steht nämlich auch vorm Zaun. Eigentlich will sie rein, aber wenn man kommt, den Zaun hochzumachen, dann ja, haut sie wieder ab. Mal gucken, wenn Mutter vielleicht da drin ist, dass die Kleinen dann auch kommen. Mal gucken.
Ja, ich war gerade noch mal eben schnell los, habe meine Gitterboxen wieder eingesammelt und das Mähwerk schon mal abgeholt. Das Frontmähwerk ist ein PZ. Wie man sieht, Tellermähwerk. Ja, gucke ich gleich mal eben einmal durch. Lief die letzten 8 bis 10 Jahre jetzt nicht, aber im Grunde sollte da nichts mit sein. So vom Durchrosten und so geht's. Eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus. Einmal sauber machen und dann, ja, lass uns mal einmal laufen. Einmal abschmieden vorher natürlich. Gucken wir mal. So, zweiter Wendedurchgang eben, aber das ist so entspannt, wenn man nur einen Hektar oder eineinhalb Hektar hat. Das ist echt geil. Und so schnell fertig, das ist wirklich dann nur, ja, Spaß und Hobby. Dann macht das auch noch Spaß. Ja, ich muss mal gucken, ob und wenn ja, wann die Fresse morgen kommt. Mein Nachbar wollte morgen hier auch fressen. Ja, rollen wir das ja auch gleich mit ein. Ob ich morgen noch einmal wende oder das gleich ins Schwatt lege, mal gucken, wie das gleich noch trocknet. Je nachdem. Aber ist auf jeden Fall schon einigermaßen angewelkt. Ja, das haben wir schon mal. Ich fahre das mit ihm zur Werkstatt und dann eben einmal abschmieren, einmal durchgucken. Ich habe gerade gesehen, das ist gar kein PZ-Mähwerk, sondern Krone. Habe ich falsch gesehen oder falsche Erinnerung gehabt. Aber die Größe steht gar nicht drauf, die habe ich noch nicht gefunden, aber irgendwie knapp über 2 Meter muss das sein. So, irgendwie so um den Dreh. Mal gucken, aber mit Glück kommt das vielleicht heute noch in Einsatz. Mal gucken. Kleiner Fun Fact, das war früher auch mal unser Mähwerk. Das wurde zusammen mit dem 3.8er damals gekauft. Ja, ist im Moment aber nicht mehr in Benutzung, weil der vor dem Case ein größeres Mähwerk braucht. Da ist das zu schmal. Das passt mit der Spur nicht, deswegen ist das im Moment nicht im Einsatz. Weil er eigentlich nur mit dem Case mäht und nicht mit dem 3.8er. Ja, aber stehen tut das dann noch. Und dann kann ich das auch mal versuchen. Für ein GT sollte das ja auf jeden Fall passen. Er hat ja ungefähr die gleiche Spur wie der 3.8er. Von daher sollte das wohl funktionieren. Ja, das Blech für die Riemen habe ich schon mal abgenommen. Also der läuft mit 4 Riemen. Aber die sehen aus wie neu. Da ist überhaupt nichts mehr. Nicht, dass einer irgendwie angerissen ist oder so. Ich habe sie eben noch nicht ganz durchgedreht, aber bis jetzt alles top. Sieht sehr gut aus. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt eigentlich einmal alles durchgeguckt und ziemlich gegangen. Weil das einzige, die einzige Schraube, die ich jetzt nicht losgekriegt habe, ich habe die jetzt gut eingesifft und so, ist die hier. Die müsste normalerweise zum Riemenspann sein. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen strammer gehabt, aber im Moment kriege ich die noch nicht lose. Mal gucken, ich schneide jetzt gleich erstmal den Vlog. Vielleicht ist sie da ein bisschen eingesifft und ich kann die danach lose machen. Ja, ansonsten ist, glaube ich, so wie ich das gesehen habe und was meine Meinung ist, eigentlich guter Allgemeinzustand. Also die Teller sehen echt noch gut aus. Unten drunter ist noch nichts durchgerostet. Klar, überall so ein bisschen Flugrost, aber nirgendwo durchgerostet. Die Teller sehen eigentlich noch ganz gut aus. Die Klingenhalter, die gingen auch alle sofort, waren nicht eingerostet oder so. Die konnte ich gleich alle so bewegen, um die Klingen da reinzumachen. Das ging. Ja, Zapfwelle habe ich jetzt auch gegangen, weil ich musste einmal den Schutz anmachen, weil von dem inneren Stück die Farbe ein bisschen abgeblättert war. Ich konnte die zuerst nicht raufschieben. Die muss ich mal ein bisschen blank machen und schön einfetten. Jetzt geht die auch wie neu. Ja, der Dingsbums hier geht auch wie neu. Einmal schön eingesifft und zweimal mit dem Hammer drauf. Geht alles. Ja, meine Frau war jetzt nochmal eben los. Wir haben auf eBay noch ein Dreieck gefunden. So ein, wie heißt denn die weiße Dreieck oder so Schnellkuppeldreieck. Da haben wir mal eben günstig eins geschossen, das holt sie jetzt gerade ab, dass wir jetzt auch mal ein eigenes haben. Immer ausleihen ist auch doof. Ja, und dann kann das normalerweise heute Abend vielleicht nochmal eben einmal zum Testlaufen gehen. Für euch allerdings nicht, ihr seht das dann erst im nächsten Vlog. So ein kleiner Cliffhanger muss auch mal eben sein. Wie gesagt, ich schneide den Vlog jetzt mal eben schnell und wenn sie wieder kommen, probieren wir das mal eben aus. Deswegen sage ich danke fürs Zusehen, guck in den nächsten Vlog wieder mit rein. Dann probieren wir das Ding auf jeden Fall aus und wir pressen ein bisschen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Vlog. Ciao.